So, herzlich willkommen, meine Grie und Grieren, zurück zu die Siedler 2. Genau, die Siedler 2 war's. Kennt man mittlerweile, haben wir schon öfter gespielt, hin und wieder auf dem Kanal. Haben wir ein paar Folgen rausgehauen und jetzt rippen wir richtig. Oh ja, stimmt, da war ja was. Oh ja, stimmt, Freunde, da war ja was. Wir waren ja da mitten drin, statt nur dabei. Und wir machen hier genauso weiter, wie wir aufgehört haben. So, wir werden angegriffen, allerdings von ein paar Rekruten. Sehr, sehr gern, Freunde, sehr, sehr gern werden wir denen den Schädel einschlagen. Sehr, sehr gern. Oh, da kommt viel. Die hängen sich ja richtig ins Zeug. Wie sieht's denn hier aus? Oh, da ist einer dazwischen gegangen. Okay, spannende Sache. Ja, der ist natürlich spannend hier, der Kollege. Weiß es nicht, wie es steht. Wir haben zwei gute Hits gelandet gerade eben. Der da unten ist geregelt. Ich weiß auch nicht, ob er einen Gegenangriff nicht sogar macht. Aber er kämpft. Also unser General kämpft stark. Er kämpft stark. Ja, er macht es. Er macht es überragend. Also da gibt's ja überhaupt nichts, Freunde. Überhaupt nichts zu bemängeln. Meisterhaft gekämpft. Ah ja, genau. Hier wird das Lager gebaut. Schickt mir mal zwei Kundschafter hier runter, damit ich ungefähr einschätzen kann, wie denn die Lage ist. Wie sieht's mit dem Lager hier unten aus? Das wird so langsam, okay. So, hier unten wird sowieso... Das hier unten dient wirklich nur der Infrastruktur, Freunde. Da wird nicht mehr viel gemacht. Ich will auch eigentlich in der Folge... Wird eng. In der Folge wird eng, aber in der Aufnahme würde ich das Level schon gern abschließen. Ich denke, das ist realistisch. Wir werden angegriffen. Och Gottchen. Och, schicken sie wieder ihre stärksten Soldaten. Naja, gut. Los. Schicken wir mal da zwei Soldaten raus. Schließen wir uns den Kämpfen an. Geben wir nicht zu viel Zeit. Um hier irgendwie krass neue Soldaten auszubilden oder auch das Gold zu nutzen. Sag mal... Was ist das für ein Gebäude? Ich sehe Fässer, was irgendwie auf eine Brauerei hindeutet. Aber diese beiden Dinger irritieren mich ein bisschen. Das deutet eher auf eine Schlosserei hin. Weil das ist ja dieses Ding, was die Münzprägerei hat. Und das ist eine Schaufel. Schwierig. Aber von dem haben sie drei Stück. Drei Stück. Schicken wir mal hier vier hin. Okay, 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 okay. Die schlagen, glaube ich, gleich zurück, oder? Oder was machen die? Machen die sollten. Ja, die schlagen gleich zurück. Ja, krass, wir haben ja auch den General umgebracht. Sag mal, was ist denn los mit unseren Generälen? Ich habe sie so geschunden und gescholten, dass sie jetzt auf einmal anfangen, hier richtig zu liefern. Ja, jetzt beginnen natürlich ja auch die Kämpfe. Sehr schön. Wir werden angegriffen. Wo denn? Schön, Jungs, schön. Oh, da ist ein Lager geplatzt. Da ist ein Lager geplatzt, Freunde. Eieieiei. Was machen wir denn da? Ja, ist ja... Jetzt geht's ihnen ja richtig an den Kragen, aber hier haben sich die Generäle durchgesetzt. Hier haben sich die Generäle durchgesetzt. Uiuiui, Freunde, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut für euch aus. Schnüren wir das Ganze noch ein bisschen mehr zu. Nähern wir uns immer mehr dem Hauptgebäude. Hm, hier ist noch was. Hier sind noch zwei. Hier unten, ja, da macht sich noch ein Soldat auf in den Süden.
ab in den Süden. Wir haben noch so viele Stahl. Ja, wir haben noch 9 Generäle auf Lager, Freunde. Und ich dachte irgendwie, ich hatte auf mehr Generäle gehofft, ist der falsche Begriff. Ich hab mehr Generäle erwartet. Ich habe mehr Generäle erwartet, um ehrlich zu sein. Das ist gerade schon sehr wenig Gegenwehr. Und sie schicken sie auch immer so ein bisschen nach. Ich gehe jetzt da mal hard all in, hier unten. Da wurde gerade gesagt, 7 Soldaten. Jetzt kommen von hier oben noch welche. Hier kämpft ein General. Der fightet noch mit uns. Der ist natürlich, yo, der ist tot. Der ist natürlich sau wichtig. Oh, hier oben geht's ab. Also, ich finde den nubischen Gegenangriff nochmal sehr, sehr stark. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von unseren Feinden, die sich hier... Jetzt habe ich gerade das Kabel wieder eingeklemmt. Die sich hier absolut keine Blöße geben. Nein, sie wollen sich wehren. Und davor habe ich großen Respekt. Dafür habe ich sehr, 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 sehr großen Respekt. So. Weil das ist schon sehr tapfer. Aber das werden sie hier nicht verhindern können. Wie sieht es denn jetzt hier unten aus? Könnten wir hier vielleicht einen größer angelegten Angriff machen? 3 Soldaten, naja, gut, dann los. Ja, die haben ja keine Chance. Ah, da kommt mal ein bisschen... Der sieht mir nach einer gediegenen Ausbildung aus, der Kollege. Ja, ich glaube, er hat auch einen General umgebracht. Aber das ist nach der Zeit jetzt auch vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt gerade so viele General gegen Generalkämpfe gewonnen. Da kann man das mal verkraften. Es wäre bloß jetzt gut, wenn er jetzt... Also es wäre gut, wenn er jetzt stirbt. Krass, er traut sich nicht rein, weil der General hier steht. Spannend. Jetzt ist weg. Hä? 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 Habt ihr das gerade gesehen? Da ist ein feindlicher Soldat rein? Da ist gerade ein feindlicher Soldat rein und nachdem er drinnen war, haben wir die Bude ein... Das kann verstehen, wer will. Das kann verstehen, wer will. Hier unten ist noch ein General am Fighten. Ja, zu zweit sollten sie einen Down bekommen. Oh nein, er kämpft nur und geht wieder weg. Der war hier unten am südlichsten Zipfel. Hier streuen dann noch ein paar vereinzelte Rekruten rum. Die wissen nicht, was sie mit ihrem Leben noch anfangen sollen. Kann ich nachvollziehen, Freunde. Kann ich gut nachvollziehen. Oh, schau mal an. Da greifen sie ganz im Norden an. Jetzt werden sie richtig tricky. Jetzt werden sie richtig tricky, unsere Feinde. So, Freunde, Lager ist fertig. Das wollte ich hier. Jetzt können wir richtig loslegen. Wen kann ich hier runterschicken? 2 bloß. Das ist mir zu wenig. Ich will aber eigentlich erst hier im Süden angreifen. Also ich will hier noch 2 Soldaten rein, mit 4 greife ich an, weil dann ist der eine General weg. Dann ist der safe weg und dann brauchen wir uns da keine Gedanken mehr zu machen. Aber die können jetzt nichts mehr machen. Also es ist wirklich jetzt noch, das ist jetzt ein bisschen stupide hier. Da müssen wir durch und wir können uns jetzt seelisch schon mal darauf vorbereiten, dass wir den ganzen Westen eingenommen haben. Das können wir schon mal in unsere Köpfe rein verpflanzen.
Als würd's und sein Blutekel. Naja, nee, die saugen aus. Scheißvergleich. Scheißvergleich, Freunde. Ein Scheißvergleich. Was soll man sagen? Was soll man sagen? Greifen die wirklich noch an? Greifst du wirklich an? Er greift an. Ich würde ihnen ja gern sagen, dass das irgendwas hilft. Oh nein. Oh scheiße, Alter, unser Granitbergwerk. Oh nein. Oh Gott im Himmel. Oh nein. Gut, ist jetzt auch wieder in Ordnung. Ist jetzt auch wieder in Ordnung. Schön, schön, Soldaten. Viele, viele, viele... Und? Nee, viele Offiziere. Wie schaut's denn jetzt hier aus? Schick mir doch mal da 4 Äumel runter, die sollen sich mal um die kümmern. Wie sieht's denn hier aus? Komm, schick mir da 6 hin. Und was haben wir hier noch übrig? Haben wir hier noch ein paar? Jawohl, schau her. Schau her, was da alles geht. Dann greifen wir gleich 3 Fronten an, dann machen wir hier gar kein Tamtam. Bin ich darauf aus, jemanden zu opfern? Ach ja, komm. Bisschen eine Chance muss man unserem Feind schon geben. Aber was sind das für Gebäude hier? Also vom Bau, also vom Fenster ist es die Schlosserei. Weil das Fenster ist genauso. Ich denke, es ist eine... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass... Aber wer baut denn 3 Schlossereien? Sind die bekloppt? Seid ihr bekloppt? Schau hier, schau hier auch. Der geht jetzt rein. Nee, er kämpft. Okay, ich dachte, er geht auch wieder rein. Ey, wer baut denn 3 Schlossereien? Ich baue die nur gelegentlich aus Gaudi. In Sila 3 haben wir sie immer gebaut, weil irgendwann hattest du halt kein Werkzeug mehr, um Schlossereien zu bauen. Das war natürlich dann scheiße, ne? So, schicken wir da noch 2 runter. Hier unten ist auch fertig, okay. Können wir gleich wieder abreißen. Jo, Freunde, hier wird noch reichlich gefightet, wie ich sehe. Hier wird noch gut gekämpft. Und jetzt ist der Kaspissen. Jetzt ist der Kaspissen. Endgültig. Hier lungern noch ein paar einzelne Generäle rum. Und ich starte mal einen ersten Angriff. Auf den Feind. Wir haben hier den General hier unten getötet. Mal sehen, was der hier macht. Der findet vielleicht noch seinen Weg nach Hause. Wir greifen mit 4 Generälen an. Und einem Offizier. Immerhin haben sie sich die Bäckerei erhalten. Sehr gut. Sehr anständig. So, der klassische Rekrut. Mal sehen, ob er sich noch auf dem Weg nach Hause macht. Der Rekrut hat ziemlich schnell den Geist aufgegeben. Jetzt kommt direkt der Gefreite. Zumindest mal einen Stich ausgeteilt. Das war's jetzt aber. Jetzt kommt der Unteroffizier. Kommt er noch zurück? Schließt er sich dem letzten Widerstand an? Das ist hier die entscheidende Frage, Freunde. Hey, wo hat denn der jetzt das Schild her? Hä? Der hat doch gar kein Schild. Also 5 Soldaten habe ich hingeschickt. Er ist immer noch der Erste. So, jetzt nähert er sich, kampfbereit. Kampf ist lustig, Kampf ist trunken, nähert er sich. Und er hat's nicht geschafft, okay? Nein, der geht rein. Was für ein Luxus, der geht jetzt da einfach rein? Hätte man schon abfangen können. Chaka, so. Was kommt jetzt? Er ist noch nicht drin. Er hat es noch nicht geschafft, Freunde. Hier, ihr seht ihn noch. Er ist noch auf der Grenze. Ein Bild für die Götter. Ein Bild für die Götter, wirklich. Ich muss mir schon so ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, ne?
Bisher lief ja die Weltkampagne ganz anständig, muss ich sagen. Das muss man auch erstmal schaffen. Besonders theoretisch sind jetzt hier die meisten Gebiete wieder. Schau ich das mal an, warte. 12. Ja, dann schick mal noch ein paar Soldaten hin. Oh, er hat's geschafft. Eieiei, Offizier gegen Offizier. Da fehlt aber, glaube ich, nicht mehr viel. Hey, wo kommt er denn jetzt auf einmal her? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Spiel gerade? Ich schick noch mehr. Schau ich mal das Kampffeld an, Alter. Was ist denn hier los? Er hat sich gleich den ersten geholt. Kennt da gar nichts. Oh, er auch. Jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen. Eieieiei, Freunde, was machen wir jetzt da? Hauen wir ihn gescheit auf den Deckel, oder? Ich speichere mal hier einfach kurz. So, jetzt ist vorbei. Tschüss. Und tschüss. Und er ist auch tot. Und damit können wir den Kampf endgültig beenden. Ja, Südamerika. Südamerika gehört uns, Freunde. Geil. Geil. Und das noch in der ersten Folge. Wunderbar. Oh, schön. Der Gewinner. Spiel beenden, Freunde. Sie haben diesen Kontinent erobert. Ja, lass mich auf die Karte gucken. Schau dich das an. Schau dich das an, wie schön. Wie schön. So, es fehlen jetzt noch zwei Level. Zwei Level fehlen uns noch. Es fehlt uns noch Südasien und Australien. Ich habe gehört, dass Südasien sehr, sehr schwer ist. Deswegen starten wir damit. Let's go. Okay. Okay, pass auf. Wir starten erstmal mit den Basics. Was mir schon mal auffällt, wir haben hier keinen Stein. Das ist das Erste, was mir ins Auge fällt. Ist, dass wir keinen Stein haben. Ich sorge jetzt erstmal für eine geschmeidige Holzversorgung. 66 Stein, okay? Ja, mach das mal hier. Mach das mal hier einfach schnell. So, dann gebe ich noch das kurz in Auftrag und dann schauen wir uns mal unseren Feind an, Freunde. Es sind zwei asiatische Clans. Zwei asiatische Clans kämpfen gegen uns und wir... Jetzt habe ich natürlich das überspeichert, was ich eigentlich behalten wollte. Ich trottel, oh mein Gott. So, dich können wir weghauen. Wie viel Säge? Wir haben zwei Sägen und wie viel Schreiner? Machen wir gleich zwei, weil wir werden wahrscheinlich hier die Holzversorgung noch ein bisschen krasser forcieren. Bauen wir hier noch eine kleine Fischerhütte hin. Und dann müssen wir erstmal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall, ja... Also wir sind hier natürlich jetzt schon wieder sehr wild unterwegs. Sehr, sehr viele Baustellen. Müssen wir jetzt einfach schauen. Da müssen wir durch. 29 Holz, das kriegen wir, glaube ich, schnell wieder rein. Die Gebäude sind ja sowieso versorgt, haben nicht so viel, brauchen nicht so viele Rohstoffe.
Aber wir sollten schon schauen, dass wir anfangs gleich mal für eine gewisse Nahrungsmittelversorgung sorgen. Also Fisch. Damit, wenn wir Gebirge finden, sofort einsteigen können. Naja, lass uns mal, während wir hier Zeit haben. Militär. Zack. Zack.